Im Rahmen unserer Analysen konnten wir 4 unterschiedliche Typen urbaner Produktionsstandorte detektieren. Diese sind das funktionsgemischte Gebiet, der Fabrikstandort und das klassische GEGI und das Ganze noch einmal im kleineren Format, den sogenannten Mikrostandort, der sich auch noch mal in diese 3 Bereiche aufteilt. Und diese haben natürlich ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitspotenziale und auch ganz unterschiedliche Charaktere. Denken Sie an den Mikrostandort, beispielsweise hier an den Wuppertaler Ölberg mit seinem pittoresken Erscheinungsbild, mit den Manufakturen. Aber das geht eben auch bis hin zum klassischen GEGI, das natürlich enorme Potenziale in sich birgt. Denn hier haben wir letzten Endes unsere einzige und auch letzte Chance, tatsächlich Produktion in nennenswerter Größe anzusiedeln.